Yeah! Wie lange hält ein Kunststoffblatt? Ja, das ist natürlich auch so eine sehr interessante Frage. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon-Praxistipps. Hier behandle ich ja die Fragen der Saxophonisten meiner Facebook-Gruppe Saxophon spielen lernen. Und wenn du da noch nicht drin bist, geh rein. Das ist natürlich toll, wenn man sich mit anderen Saxophonisten austauschen kann. Und auch die Fragen meiner Saxmasterschüler. Und diese Frage hat die Ruth gestellt. Die fragt also ganz konkret, wie lange hält ein Kunststoffblatt? Sie hat ihr Kunststoffblatt jetzt schon seit 2 Jahren und merkt auf einmal, dass die hohen Töne nicht so richtig ansprechen und fragt sich natürlich ein bisschen, liegt das an ihr oder liegt das am Blatt? Yeah! Dazu kann ich Folgendes sagen. Erstens, Kunststoffblätter halten natürlich viel, viel, viel länger als Holzblätter. Ja? Wenn ein Holzblatt, ein gutes Holzblatt, vielleicht mal so 3, 4 Wochen, 5 Wochen, vielleicht sogar 6 Wochen hält, super, ist toll. Und ein Kunststoffblatt hält dann gerne mal ein Dreivierteljahr, ein Jahr, 1,5 Jahre, vielleicht sogar mal länger, liegt natürlich auch ein bisschen immer daran, wie es beansprucht wird. Ja, bei mir selber ist es so, bei mir hält so ein Kunststoffblatt ja ein Jahr bis 1,5 Jahre, aber ich beanspruche das auch sehr stark. Ich bin immer viel in den High-Note-Lagen am Spielen und bin natürlich auch viel am Üben, viel am Spielen. Aber ich komme damit ungefähr ein Jahr oder 1,5 Jahre klar. Und dann passieren genau die Dinge, die die Ruth erzählt. Auf einmal kommen ein paar Töne nicht mehr so richtig. Ich denke auch, dass die Blätter dann irgendwann so eine Art Materialermüdung haben. Und das merkt man oft besonders bei den hohen Tönen, ja, die dann irgendwie nicht mehr so gut ansprechen, wo das Blatt dann nicht mehr so diese Stabilität hat. Und ich merke es auch manchmal daran, dass ich einen Ton anspiele und dann das Blatt nochmal so nachgibt. Also der Ton fängt dann irgendwie an zu eiern und klingt dann manchmal auch nicht mehr so richtig schön. Und da kann man also so ein bisschen auch ein Gefühl für entwickeln. Ein Tipp von mir, wenn du ein Blatt hast, ein Kunststoffblatt, mit dem du gut klarkommst, dann würde ich dir empfehlen, genau das gleiche Blatt direkt nochmal zu kaufen. Ja? Und dann hast du das in deinem Saxophonkoffer mit drin. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie stimmt da vielleicht was mit meinem Blatt nicht oder liegt es doch an mir, an meinem Ansatz, dann kannst du sofort das andere Blatt drauf machen, kannst es mal gegentesten. Und wenn das andere Blatt dann viel stabiler anspricht, viel besser anspricht, dann weißt du natürlich, es liegt am Blatt. Ja, und dann kannst du sofort das neue Blatt drauf machen und kannst direkt weiterspielen. Yeah, dann hoffe ich, dass ich damit helfen konnte und lade dich herzlich ein hier zu den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Wir haben Kurse für Einsteigerkurse für Fortgeschritten, wir haben einen Improvisationskurs, wir haben einen Jazz-Improvisationskurs und das Beste ist, wir haben zu jedem Kurs einen kostenlosen Testmonat. Du kannst 1 Monat lang ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht und wenn dir das Spaß macht, dann wirst du ein Saxmasterschüler. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.